Wir treffen uns täglich um 7 in der Früh. Oh, oh, oh yeah. Zum Schwimmen im Parkbad, das ist ein schönes Gefühl. Oh, oh, oh yeah. Dann schwimmerst du uns wieder, ist uns egal. Und dann gibt's ein Müllscheiß, wir haben freie Wahl. Mit Zwetschgen und Äpfel, Himbeer, Mandarine. Jeden Tag bei Christine. Zum Kuchen gibt's Kaffee, der duftet so fein. Oh, oh yeah. Vielleicht noch ein Cocktail, das muss manchmal sein. Oh, oh yeah. Wir tratschen und schmerzen, genießen das Leben. Und denken uns alle, was kann Schöneres geben? Als Zwetschgen und Äpfel, Himbeer, Mandarine. Jeden Tag bei Christine. Wir feiern Geburtstag, das ist ja ganz klar. Oh, oh yeah. Im Buffet bei Christine, in jedem Jahr. Oh, oh yeah. Da wird dann gesungen, getrunken, gelacht. Und Christine hat wieder einen Kuchen gemacht. Mit Zwetschgen und Äpfel, Himbeer, Mandarine. Im Buffet bei Christine. Geht zu Ende der Sommer, das ist gar nicht schön. Oh, oh yeah. Doch im nächsten Jahr werden wir uns wiedersehen. Oh, oh, oh yeah. Am 1. Mai wieder in jedem Jahr. Worauf wir uns freuen, das ist doch ganz klar. Auf Zwetschgen und Äpfel, Himbeer, Mandarine. Doch am meisten auf Christine. Wieder das begeisternde Schwimmen da 24 Stunden in Waldhofen, eine wirklich liebe Sache. Und da sehe ich, ein ganz neuer Wagen steht auch da. Was hat denn der Wagen auf sich? Ja, wir haben sie heuer einen neuen Einsatz, ein neues Einsatzfahrzeug geleistet oder angeschafft. Das ist ein Ford Transit. Der alte ist nach 24 Jahren außer Dienst gestellt worden. Und das ist ein neues Fahrzeug, haben wir es gekauft, haben einen umgebaut, dass er als Einsatzfahrzeug tauglich ist. Und ja, mit dem Rivatlon, was wir da gemacht haben, haben wir sich eigentlich das Fahrzeug zum Großteil finanziert und auch vom Landesverband und von der Gemeinde Subvention dazu erhalten. Naja, Sie haben ja nicht glauben, wie wichtig Wasserrettung auch ist bei uns in der Ips, nicht, wenn wir auch keinen See haben und so weiter, aber wie weit fahrt ihr da mit der Wasserrettung? Naja, unser Einsatzgebiet ist von Ulmerfeldhaus-Mähning draußen bis Einelunzer See. Und wir werden über Notruf Niederösterreich, sprich Notruf 144 alarmiert. Und sobald ein Unfall ist, wo mit Wasser geschehen, werden wir dazu alarmiert zum Roten Kreuz. Ja, das Blaulicht ist ja alles da dabei. Ne? Das ist ja ein richtiges Einsatzfahrzeug. Der Bus steht so, wie er da steht, ist momentan am neuesten Stand der Technik, was von der Blaulichtanlage her vor dem Markt ist. Schaut super aus. Alles Gute, ja, und weiterhin viel Erfolg.
Grenzen.